25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung sind entscheidende Fragen noch immer offen. Weshalb hat Gorbatschow ihr zugestimmt und dem Westen die DDR kampflos überlassen? Was wurde ihm dafür versprochen? Und was davon gehalten? Ist Gorbatschow betrogen worden? Gab es jemals ein Versprechen, die NATO dehnt sich nicht Richtung Osten aus? Das behaupten Russlands Mächtige heute. Zu Recht? Oder war es vielleicht ganz anders? Manche im Westen wollten die Sowjets durch Bestechung loswerden. Neue Dokumente geben Antworten. Geheimakte Deutsche Einheit. Jetzt in ZDF History. Bundesaußenminister Genscher auf heikler Mission. 4 Wochen nach dem Mauerfall reist er nach Moskau. Er muss versöhnen. Gerade hat Kanzler Kohl einen Plan zur deutschen Einheit vorgelegt. Da hat ihm Gorbatschow den Hintern versohlt. Wie kann das sein? Der Kanzler und ich hatten verabredet, uns zu informieren. Und nun stellt er mich vor vollendete Tatsachen. Ist das etwa seriöse Politik? Oder betreiben Sie Wahlkampf mit so einem historischen Geschäft? 4 Wochen zuvor. Berlin, 9. November 1989. Der Fall der Mauer wird zum Höhepunkt einer deutschen Revolution. Ein geteiltes Land im grenzenlosen Freudentaumel. Doch wie wird das Ausland reagieren, vor allem die Sowjetunion? Ich kann nicht mehr! Eine deutsche Einheit konnte ich mir da überhaupt noch nicht vorstellen. Wie könnte die Sowjetunion das zulassen, wo ihre besten Truppen doch in der DDR stationiert waren? Seit über 40 Jahren verläuft die Frontlinie des Kalten Krieges durch das geteilte Deutschland. Der Fall der Mauer stellt alles in Frage. Auch den Führer der Sowjetunion, dessen neue Politik dies ermöglichte. Der Westen reagiert vorsichtig. Wir wollten nicht in Gorbatschows Wunden herumstochern und dadurch vielleicht die Hardliner in der Sowjetunion ermuntern, Gorbatschow zu stürzen. Die deutsche Frage war ein freiliegender Nerv. Ohne die Lösung dieses Problems hätten wir den Kalten Krieg nicht beenden können. Die Haltung der Sowjetunion zur deutschen Frage wird zum Knackpunkt in der letzten Schlacht des Kalten Krieges. Wie einst streng geheime Dokumente zeigen. Die deutsche Frage war von vornherein Spielball im System der großen Mächte. Es ist die zentrale Frage, die 1945 offen bleibt. Und insofern ist es dann eine der ganz zentralen Fragen im Verhältnis der Supermächte. Und das ist allen Beteiligten, das ist auch Gorbatschow, vollkommen klar gewesen. Auf den Fall der Mauer reagiert die Bundesregierung in Bonn zunächst verhalten. Im Kanzleramt zaudert man, sich öffentlich für eine deutsche Einheit stark zu machen. Vorsicht, Sorge oder Planlosigkeit? Es gibt zwar Schlaumeier, die meinen, ihr hättet doch jetzt in euren Schubladen komplette Pläne haben müssen. Und ihr hättet gesagt, jetzt ist der Fall A und ihr zieht das aus der Schublade raus. Das kann man nur jemand sagen, der damals nicht auf diesem Planeten gelebt hat. Entscheidungshilfe naht ausgerechnet aus Moskau. Nikolai Portugalow, Deutschland-Experte der sowjetischen Regierung, kündigt sich an. Ich habe ihn immer empfangen, weil er für mich die Wetterfahne Moskaus war. Nicht? Er hat immer gewissermaßen die offizielle Linie erläutert. Also man konnte über seinen Besuch erfahren, wie die Stimmung der Bundesregierung gegenüber in Moskau war. Das Thema Wiedervereinigung war in diesen Gesprächen bislang tabu. Diesmal ist es anders. Der Bote aus Moskau soll vorfühlen, was die Bundesregierung so plant. Wir sind bereit, auch über
noch vor kurzem Undenkbare zu denken. Da wurde der Teltschik elektrisiert, weil sie selbst, die Deutschen, merkwürdigerweise nichts darüber gedacht haben. Überhaupt nichts. Portugalow kommt nicht mit leeren Händen. Sein Gastgeschenk, ein Ideenpapier, von dem Gorbatschow nichts weiß. Sie hätten in der sowjetischen Führung ganz, ganz oben Gespräche geführt und hätte hier eine Reihe von Fragen, die ich dem Bundeskanzler vorlegen solle. Also die begann, die Fragen vorzutragen, war ich schon elektrisiert, weil das alles Themen waren, die in irgendeiner Form mit der Frage einer Einigung, einer Einheit Deutschlands zu tun hatten. Ein Testballon, mehr nicht. Bonn nimmt ihn für bare Münze und wird aktiv. Offensichtlich hat Teltschik Portugalow so verstanden, wie er ihn verstehen wollte, das Ganze sehr optimistisch ausgelegt und Kohl zu einem politischen Handeln mit dem 10-Punkte-Plan motiviert, das weit über das hinausging, was international politisch in dem Moment wirklich verträglich war. Am 28. November 1989 präsentiert Kohl dem Bundestag einen 10-Punkte-Plan zur deutschen Einheit. Nicht einmal der Koalitionspartner ist eingeweiht. Wie ein wiedervereintes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher. Ein Alleingang des Bundeskanzlers. Wenn ich die Kabinettssitzung auf dem Bonner Marktplatz abgehalten hätte, wäre die Diskretion gewahrt gewesen. Aber eine Kabinettssitzung mit diesem Thema wäre Stunden später herausgebracht worden. Die Abgeordneten reagieren positiv. Auch der übergangene Außenminister versucht, gute Miene zu bewahren. Es war im Kabinett nicht abgestimmt. Und das hätte normalerweise auch heftige Reaktionen herausfordern müssen. Das hielt ich für gänzlich falsch in einer Situation, wo darauf ankam, dass die Bundesregierung als handlungsfähig und einig erschien. Die deutsche Frage steht nun auf der internationalen Agenda. In London fühlt sich die Thatcher-Regierung überrollt und fürchtet ein neues Großdeutschland. Im Prinzip waren sie gegen eine Vereinigung Deutschlands zu jener Zeit. Vor allem Margaret Thatcher, aber auch Mitterrand, der sich zwei deutsche Staaten wünschte, aus übergroßer Liebe den Deutschen gegenüber. Auch in Paris fühlt man sich vom deutschen Kanzler überfahren. Präsident François Mitterrand macht aus seinem Unbehagen kein Geheimnis. Ich erinnere mich an einen späteren Flachs mit Mitterrand. Er sagte, ich mag Deutschland so sehr, es sollte zwei davon geben. Das war seine Art klarzumachen, macht langsam. Selbst Washington, der wichtigste Verbündete, wird von Kohls Alleingang kalt erwischt. Ein deutscher Kanzler mit dieser Aussage zu diesem Zeitpunkt war revolutionär. Wir waren nicht so sehr bestürzt über den Inhalt der 10 Punkte, sondern darüber, dass wir nicht vorher davon wussten. Und Präsident Bush hatte die Rede auf dem Tisch. Allerdings gezielt so zu einem Zeitpunkt, dass er darauf nicht mehr gegenüber dem Bundeskanzler hätte reagieren können. Die Irritation währt nur kurz. Die USA stellen sich auf Kohls Seite. Präsident Bush machte gleich klar, dass Deutschland sich rasch vereinigen müsse. Wir fragten uns also nicht, ob Deutschland vereinigt werden sollte, sondern wie. Viele hatten Angst, dass die Geschichte sich wiederholt. Dass Deutschland, das in diesem Jahrhundert schon zwei Kriege entfacht hatte, es wieder tun würde. In Moskau ist der Ärger am größten. Damit hat der Bundeskanzler nicht gerechnet. Der Kreml-Chef sieht sich getrieben.
Gorbatschow ist an die Decke gegangen. Kohl hat nicht einmal mich gewarnt. Wir hatten doch vereinbart, Schritt für Schritt vorzugehen. Gorbatschow weiß offenbar nichts vom Ideenpapier Portugalows, das den 10-Punkte-Plan inspirierte. In Moskau zeigt er Außenminister Genscher kurz darauf seinen Zorn. Gorbatschow sagte in diesem Gespräch zu mir, ja, Sie haben es ja vorher auch nicht gewusst. Das konnte man ja in jeder Zeitung lesen. Und da habe ich ihm gesagt, das gehört nicht an diesen Tisch. Das ist ein Thema, über das in Bonn zu sprechen ist. Der Außenminister will besänftigen. Doch Gorbatschows Vertrauen in Kohl ist durch den 10-Punkte-Plan erschüttert. Genscher hat unsere geballte Wut zu spüren bekommen. Ich sagte ihm, der Kanzler hört wohl schon Marschtrommeln und bringt sich in Stellung. Der Außenminister muss das Vorpreschen des Kanzlers ausbaden. Nicht nur in Moskau. Wenn Sie sich überlegen, was Genscher sich nach dem 10-Punkte-Plan anhören musste. Mitterrand hat ihn in den Senkel gestellt, ein paar Tage später ist er in Moskau. Shevardnadze hat gesagt, das, was Kohl mit dem 10-Punkte-Plan getan habe, habe nicht einmal Hitler getan. Ich meine, das ist nun auf der einen Seite historisch ziemlich falsch, aber es ist natürlich auch starker Tobak und zeigt, was da los war. Gorbatschow steht innenpolitisch unter Druck. Im Kreml herrscht Aufregung. Die Angst vor einem Putsch steigt. Die Franzosen erzählten uns von Gorbatschows Äußerung, am Tag der deutschen Vereinigung würde er von einem General ersetzt. Und ich dachte nur, das stimmt. Die Hardliner, die Militärs, würden Deutschland niemals die Einheit gestatten. Und Gorbatschow wäre für sie ein Verräter. Kohls Offensive bringt die vier Siegermächte noch einmal zusammen. Ihre Repräsentanten versammeln sich in Berlin-Schöneberg. Ein historisches Treffen. Das letzte dieser Art fand 1948 statt. Vier Botschafter trafen sich im Kontrollratsgebäude. Da musste sozusagen der Staub erst weggewischt werden und die Fenster geöffnet werden. Die Gespräche zeigen, die Gegner der deutschen Einheit sind selber uneins. Die Russen waren dagegen, genauso wie die Briten und Franzosen. Hätten sie sich verbündet, wäre eine deutsche Einheit sehr schwierig geworden, wenn nicht sogar unmöglich. Das Treffen ist dennoch eine Warnung an die Deutschen. Nicht so schnell und nicht ohne uns. Wenige Tage danach hatten wir eine NATO-Sitzung. Da habe ich gesagt, in aller Freundschaft, aller Ehrlichkeit möchte ich euch sagen, ein solches Bild möchte ich nicht wieder sehen. Offenbar war ich ziemlich angespannt dabei. Jedenfalls legte mein Freund James Baker seine rechte Hand auf meinem linken Unterarm und sagte, Hans-Dietrich Genscher, wir haben dich verstanden. In Deutschland nimmt der Zug Richtung Einheit Fahrt auf. Bundeskanzler Kohl wird in Dresden begrüßt wie ein Heilsbringer. Das Brandenburger Tor in Berlin, jahrzehntelang das Symbol für die deutsche Teilung. Zwei Tage vor Weihnachten steht es für alle offen. Silvester feiern West- und Ostdeutsche schon gemeinsam. Die größte Gefahr für die deutsche Einheit besteht in Moskau. Anfang 1990 ist die Lage dort undurchsichtig. Seit Wochen demonstrieren die Menschen gegen Gorbatschows Reformpolitik. Die Sowjetunion droht zu zerbrechen. Die Regale waren leer, das Volk war erbost. Und Gorbatschows Image und Autorität begannen zu schwinden. Hinzu kamen noch die wachsenden Unruhen in den Teilrepubliken. Gorbatschow befasste sich zwar mit der deutschen Frage,
Gleichzeitig stand er allerdings heftig unter Druck. Er spürte die Auswirkungen dieser innenpolitischen Krise. Ein Sturz des sowjetischen Staatschefs scheint jederzeit möglich. Doch was wären die Folgen? In Washington will man auf einen Machtwechsel im Kreml vorbereitet sein. Eine kleine Gruppe wurde gebildet, um die Folgen eines möglichen Putschs gegen Gorbatschow zu analysieren. Und falls wir Wind davon bekämen, sollten wir ihn gar warnen? Wir spielten alle Optionen durch, natürlich höchst geheim, denn wir konnten sicher keine Schlagzeile brauchen, die USA rechnet mit dem Sturz Gorbatschows. Doch genau das fürchteten wir. In der Sowjetunion wird die Versorgungslage immer kritischer. In seiner Not erinnert Gorbatschow Bundeskanzler Kohl an ein früheres Versprechen. Er hat ihm gesagt, wenn immer wir helfen können, kann er damit rechnen, dass wir es tun. Und dann kam eben im Januar 90 die erste Anfrage, ob aufgrund der Versorgungskrise in der Sowjetunion, vor allem in Moskau, ob wir Lebensmittel liefern können. Wir haben 1990 in der Größenordnung von rund 1,5 Milliarden D-Mark Lebensmittel an die Sowjetunion geliefert. Das hat sicher geholfen, Engpässe zu überwinden. Die Bundesregierung handelt nicht aus reiner Wohltätigkeit. Sie hofft auf Entgegenkommen bei der deutschen Einheit. Kohl hat natürlich sofort erkannt, dass in diesem Bedarf von Seiten der Sowjetunion die große Chance für die Bundesrepublik liegt. Ihm war zugleich völlig klar, dass man das nie offen aussprechen darf, weil das gegen die Würde einer Großmacht oder Supermacht stehen würde. Aber er hat selbst sehr deutlich, natürlich artikuliert, dass er das als Beitrag zur Gesamtlösung der Fragen ansieht. Ende Januar 1990 ruft der Kreml-Chef seine engsten Berater zusammen. Wichtige Entscheidungen fallen im informellen Umfeld Gorbatschows. Das bisherige Nein zur deutschen Einheit steht auf dem Prüfstand. Die Situation drohte zu explodieren und gefährdete ganz Europa. Gorbatschow berief eine Konferenz im engsten Kreis ein. Praktisch wurde da gesagt, es geht nicht mehr um eine Annäherung, sondern um die Wiedervereinigung Deutschlands. Und man sollte sich nicht selbst belügen, der Prozess habe schon begonnen. Die Gruppe setzt sich über alle Widerstände der Hardliner hinweg. Gorbatschow ändert seine Haltung in der Deutschlandfrage. Wir diskutierten lebhaft und alle waren der Meinung, dass die Deutschen die Wiedervereinigung wollen. Und wenn wir den Prozess bremsen wollten, müssten wir wohl unsere Truppen in Marsch setzen und die Panzer ausrücken lassen. In den offiziellen Gremien regt sich Widerstand gegen Gorbatschows Kurswechsel. Seine Kritiker sagen, er gebe alle Trümpfe aus der Hand. Gorbatschow neigte zu Alleingängen und auch zu einem ziemlich unberechenbaren, sprunghaften Handeln. Zugleich aber stellen wir fest, dass das politische System der Sowjetunion 1990 zunehmend erodiert und zunehmend ins Trudeln gerät. Vielmehr ist es so, dass hier wirklich ein ganz kleiner Kreis von Leuten eine ganz entscheidende Macht über Entscheidungen in der Hand gehalten hat. Am 10. Februar 1990 reisen Kohl und Genscher nach Moskau. Sie wissen, hier liegt der Schlüssel zur deutschen Einheit. Wir sind ja nicht dort gewesen, um irgendeine Fehde zu feiern, sondern wir waren ja in äußerster Anspannung. Die Gäste aus Deutschland kennen nur die offizielle Haltung. Die Sowjets sind gegen eine Wiedervereinigung. Dabei steht Gorbatschows neue Position seit 2 Wochen fest. Bei den Gesprächen lässt der Kreml-Chef die Katze aus dem Sack. Er gibt grünes Licht für die deutsche Einheit. Er sagte zu Kohl, die Deutschen müssen ihr Schicksal selbst bestimmen. Die Wiedervereinigung ist eine deutsche Sache. Habe ich das recht verstanden, fragte ich. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen da und dann sagt der sowjetische Präsident,
Ja, das ist jetzt Sache beider deutscher Regierungen, ob sie sich vereinen wollen, wann sie sich vereinen wollen, wie schnell sie sich vereinen wollen. Und in dem Augenblick, wissen Sie, vollzieht sich Geschichte. Da geschieht ein historischer Moment und da läuft dann schon ein Schauer über den Rücken, nicht? Und denkt sich, es darf nicht wahr sein. Doch eine entscheidende Frage bleibt offen. Darf das wiedervereinigte Deutschland weiter Mitglied der NATO sein? Die Deutschen wollen Moskau auch hier ein Ja entlocken. Mit großen Zugeständnissen, wie einst geheime Dokumente zeigen. Wir haben zum Beispiel das Protokoll des Gesprächs zwischen Genscher und Shevardnadze, aus dem sehr deutlich hervorgeht, wie Genscher proaktiv auf die sowjetische Seite zugeht und ihnen in Aussicht stellt, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Und Shevardnadze eigentlich kaum darauf reagiert. Er aber einen eigenartigen Satz sagt, indem er sagt, er vertraue dem, was der Außenminister sage. Am Vortag hat bereits US-Außenminister James Baker in Moskau vorgefühlt. Er versichert ebenso, die NATO werde sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen. Sowohl Kohl als auch Baker haben im Februar 1990 mündlich Gorbatschow gesagt, die NATO bleibt bestehen, wo sie ist, im Jahr 1989. Das heißt, also die NATO-Linie, die verläuft mitten durch Deutschland. Alles nur mündlich, alles nicht schriftlich. Und das ist der Kern des Streites bis heute. Es gab Gespräche darüber, mehr nicht. Das bestätigt auch Gorbatschow heute. Ein irgendwie geartetes Versprechen, eine feste Zusicherung, geschweige denn eine vertragliche Vereinbarung, hat es darüber nicht gegeben. Das war für die Sowjets im Februar 1990 schlicht und einfach nicht das Thema. Sie sind aber interessanterweise dann auch während des gesamten Wiedervereinigungsprozesses darauf nicht mehr zurückgekommen. Moskaus grundsätzliches Ja zur deutschen Einheit will Helmut Kohl der Welt höchstpersönlich verkünden. Vor Beginn der Pressekonferenz zeichnen die Mikrofone aus Versehen ein Zwiegespräch auf. In dem Raum, das können wir halt sagen, ja. Sehr gut. Gorbatschow sagt, das ist Sache der Deutschen, ob sie sich vereinigen wollen. Ich war dankbar, glücklich, bewegt. Und bei Helmut Kohl war das genauso wie. Deshalb war das, was da mit dieser Handreichung geschah, eigentlich nur Ausdruck einer ganz tiefen Dankbarkeit und auch Verbundenheit. Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. Kohl und Genscher hatten auch eine vage Ahnung, dass diese Entscheidung in Moskau grundsätzlich wohl schon getroffen sei. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass das eine richtungsweisende Entscheidung, dass es eine Sensation war, das von Gorbatschow im Februar zu erfahren. Schon Adenauer hatte verstanden, dass die Schlüssel zur deutschen Frage in Moskau liegen. Im Kreml, wie er sagte. Kohl hat es dann ja auch begriffen. Die Einheit ist noch nicht geschafft. Aber ein großer Durchbruch. Auf Deutschland. Doch wohin steuert ein vereintes Deutschland? Neutralität oder NATO heißen die Alternativen. Ende Februar 1990 besucht Kanzler Kohl Präsident Bush in den USA. Dort hat man eine klare Position. Wir brauchten ein fest im Westen verankertes Deutschland. Nicht ein Deutschland, das zwischen Ost und West umhertrieb im Niemandsland. Bush will ein deutsches Bekenntnis zur NATO, ganz anders als Gorbatschow. Ich war immer dafür, dass ein Gesamtdeutschland nicht der NATO angehören sollte, dann schon lieber dem Warschauer Pakt.
Am liebsten aber wäre mir ein neutrales Land der Mitte im Zentrum Europas. Auch Kohl will ein vereintes Deutschland in der NATO. Doch ist er zu Zugeständnissen bereit? Erst jetzt freigegebene Dokumente geben Einblick in seine geheimen Gespräche mit Bush. Unter vier Augen hat er mit Bush die Details besprochen, unter anderem NATO-Fragen. Auf die Idee, dass man Kompromisse machen soll in dieser Hinsicht, reagierte Bush: To hell with them, we prevailed, they didn't. Also zur Hölle mit denen, wir haben gewonnen, die nicht. Die USA geben die Richtung vor. Gesamtdeutschland muss in der NATO bleiben. Mit allen Mitteln, ohne Zugeständnisse. Dabei sind die Aufgaben klar verteilt. Die USA waren zuständig für die weltpolitische, für die sicherheitspolitische Flankierung, für die große Politik. Und Bonn war zuständig für die materielle Seite des Ganzen. Bush hatte zu Kohl auch gesagt, der Bundeskanzler hat tiefe Taschen. Bush sagte Kohl, wir haben die Oberhand über Gorbatschow. Und der Bundeskanzler hat tiefe Taschen. Irgendwann wird Gorbatschow ihr Geld brauchen. Sie haben also eine gute Verhandlungsbasis. Das war den beiden völlig klar. Durch die USA gestärkt, zieht Kohl in den Wahlkampf zur DDR-Volkskammer. Und gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen. Die Allianz für Deutschland, geführt von der Ost-CDU, ist der große Sieger. Am 9. November haben alle gesagt, Wahnsinn, heute wieder Wahnsinn. Innenpolitisch ist der Weg zur deutschen Einheit frei. Außenpolitisch gibt es noch eine hohe Hürde. Im Mai 1990 treffen sich in Bonn zwei deutsche Außenminister mit den Kollegen aus den vier einstigen Siegermächten. Die sogenannten 2+4-Gespräche. Die Sowjetunion fordert, Gesamtdeutschland darf nicht in der NATO bleiben. Doch die Lage der Regierung Gorbatschow ist verzweifelt. Seine Machtbasis schmolz dahin. Die finanziellen Rücklagen lösten sich innerhalb weniger Monate auf. Gorbatschow war klar, wenn Kohl ihm keine Kredite gibt, droht der Sowjetunion der Staatsbankrott. Was die Teilnehmer der Konferenz nicht wissen: Am Vortag hat Kohl ein vertrauliches Gespräch mit dem sowjetischen Außenminister Schewardnadze geführt. Die Perestroika steckte schon in einer ernsten Krise. Deshalb hat Gorbatschow mich gebeten, in Bonn beim Bundeskanzler vorbeizuschauen und ihn um ein zinsfreies Darlehen zu bitten. Nun, Kohl war wohl klar, dass er uns im Verlauf noch brauchen würde. Er sagte mir: Wie soll ich Ihnen das abschlagen, Ihnen oder Gorbatschow? Der Bundeskanzler stützt die Gorbatschow-Regierung mit einem Kredit über 5 Milliarden D-Mark. Ohne konkrete Bedingungen, aber mit Erwartungen. Es ist natürlich die maximal unglückliche Situation, wenn Sie in einer Verhandlung stehen, in der Sie etwas zu geben haben und zugleich um etwas bitten müssen. Natürlich war die Sowjetunion in der Situation des Bittstellers in dem Moment, wo Schewardnadze in Bonn um Kredite fragt. Und für Kohl war vollkommen klar, das ist die Chance für die Bundesrepublik. Der Franz Josef Strauß hat immer gesagt, alles, was wir mit Geld machen können, ist sehr viel preiswerter als alles, was mit Krieg und Schießerei in der Geschichte gemacht wurde. Und wenn es aufs Geld ankommt und wir damit was einkaufen können, dann machen wir das. Trotz finanzieller Hilfen an der NATO-Frage kann noch alles scheitern. Das weiß man auch im Weißen Haus. Ende Mai 1990 kommt Gorbatschow zum Gipfeltreffen nach Washington. Wichtigste Frage: Darf das geeinte Deutschland in der NATO sein?
Es gab einen hitzigen Schlagabtausch. Bush sagte, wieso fürchtet ihr euch vor Deutschland? Und ich erwiderte, ich bitte Sie, wir haben weder vor Deutschland Angst noch vor euch. Aber ihr habt Angst. Was sagen Sie mir denn die ganze Zeit, es wäre besser, wenn Deutschland im Verbund der NATO wäre? Das heißt, ihr habt Angst. Wir haben keine Angst. US-Präsident Bush bleibt bei der mit Kohl abgesprochenen harten Linie. Das wiedervereinigte Deutschland muss zur NATO gehören. Schließlich sagte Präsident Bush, stimmen Sie mit mir überein, dass im Einklang mit dem Helsinki-Abkommen jedes Land selbst bestimmen kann, welchem Bündnis es angehören möchte. Und Gorbatschow sagte, ja. Wir waren alle perplex. Und Präsident Bush fragte noch einmal, Sie stimmen also zu, dass Deutschland sein Bündnis frei wählen kann? Und Gorbatschow sagte, ja. Der sowjetische Präsident vollzieht offenbar einen weiteren Alleingang. Zum Schrecken seiner eigenen Leute. Seine Berater hatten nichts vorbereitet nach dem Motto, Deutschland kann seine Bündniszugehörigkeit frei wählen. Es war seine alleinige Idee. Staatsmänner haben schon häufiger mit solchen Äußerungen aus dem Stegreif den Lauf der Geschichte verändert. Das vereinte Deutschland in der NATO. Mit dem schnellen Ja Gorbatschows hat niemand gerechnet. Auch nicht in der Sowjetunion. Es wurde Druck auf Gorbatschow ausgeübt. Aber letztlich stimmte er zu. Viele waren sehr entrüstet. Sie empörten sich. Bis zu einem gewissen Grad haben aber selbst die größten Hardliner und Kritiker im Militär- und Außenministerium eingesehen, dass dies der einzige Weg war. Die andere Option wäre gewesen, ein Krieg mitten in Europa. Gab es noch andere Gründe für Gorbatschows Ja? Wir fanden später heraus, dass Gorbatschow erhebliche wirtschaftliche Unterstützung aus Deutschland erhalten hatte. Das mag vielleicht sein Handeln beeinflusst haben. Die deutsche Einheit hat ihren Preis. Auch im Land selbst. Im Juli 1990 stellt der Osten auf die D-Mark um. Auch Löhne, Renten und Mieten. Über Nacht beherrscht Westware die Regale. Mit all seinen Schattenseiten. Die DDR-Wirtschaft kann mit der Konkurrenz aus dem Westen nicht mithalten. Schnell gehen fast 1 Million Arbeitsplätze verloren. In der Sowjetunion steht Gorbatschow gewaltig unter Druck. Sein Ja zur deutschen Einheit und NATO-Mitgliedschaft hat viele Gegner. Vor allem das Militär bangt um seine Stellung. Man hat mir seinerzeit ein Geheimnis verraten. Meine Freunde aus Berlin haben mir von einem Gespräch berichtet, das ein General der Nationalen Volksarmee mit unseren Militärs in der DDR geführt hatte. Sie wollten Gorbatschow unter irgendeinem Vorwand in die DDR einladen und ihn dort verhaften. Der Deutschland-Experte informiert Gorbatschow umgehend über die Putschgerüchte und soll sich vor Ort ein Bild von deren Wahrheitsgehalt machen. Dem sowjetischen Präsidenten ist nicht entgangen, die Stimmung unter den Sowjetsoldaten in der DDR ist schlecht. Ich bekam den Auftrag, dorthin zu fahren. Meine Kontaktleute sagten mir, ja, dieses Gespräch gab es, aber daraus hat sich nichts entwickelt. Die Sorge bleibt. Ein Militärputsch scheint jederzeit möglich. Gorbatschow ist in Gefahr und mit ihm die deutsche Einheit. Er wusste, dass er Feinde hatte.
Nicht so sehr in der gesamten Armee, aber ganz sicher unter den Generälen. Und zweifellos hatte er auch Feinde beim KGB. Wer ist mächtiger? Gorbatschow oder seine Gegner? Aus westlicher Sicht ist ja die Wiedervereinigung sowas wie ein Wettlauf mit der Zeit gewesen. Kohl, auch Bush ist sehr bewusst gewesen, dass es durchaus passieren kann, dass Gorbatschow gestürzt wird. Das ist auch aus Moskau immer mal wieder ventiliert worden. Umso eiliger hat es der Kanzler. Mitte Juli 1990 reist Kohl mit einer großen Delegation zu Gorbatschow. Im persönlichen Gespräch soll die Bündnisfrage endgültig geklärt werden. Wenn er der Meinung sei, dass die Sowjetunion die deutsche Einheit verbinden würde mit dem Austritt aus der NATO, dann brauchen wir nicht in den Kaukasus zu fliegen, in seine Heimat zu fliegen, so habe ich es formuliert. Und er sagte dann nicht ja oder nein, sondern er sagte, wir sollten fliegen. Das war also doch eine Antwort. Die grundsätzlichen Entscheidungen sind bereits gefallen. Die Reise nach Achis in Gorbatschows Heimat wird zum Symbol einer neuen Ära. Auch aus russischer Sicht. Der Kaukasusbesuch war ein Meilenstein, ein historischer Durchbruch. Es war sehr bewegend, als die zwei Staatschefs die historische Aussöhnung einstiger Kriegsfeinde besiegelten. Dies beschleunigte die Entwicklung für Deutschland. Eine historische Begegnung, ganz im Zeichen persönlicher Beziehungen. Da legte sich plötzlich eine Hand in meine Hand, das war Frau Gorbatschow. Sie sagte zu mir, Herr Genscher, Sie wissen hoffentlich, was mein Mann tut. Und es wird ganz wichtig sein, dass Deutschland alle seine Verpflichtungen einhält, die sie übernehmen. Und ich habe natürlich gesagt, wir wissen das sehr wohl. Diese Reise in meine Heimat hatte eine große emotionale Bedeutung und natürlich keine politische. Aber wo ist da die Grenze, wenn das Politische ins Emotionale übergeht und umgekehrt das Emotionale ins Politische? Gorbatschow stimmt einer Lösung zu, die fast alle Wünsche des Westens erfüllt. Das war schon auch für ihn ein historischer Augenblick. Er hat einen weiten Sprung gewagt, Sie müssen ja sehen. Es gab ja gewaltige Mengen Hardliner. Und bis zum heutigen Tag gibt es ja noch Leute in Moskau, in dem vorwerfen, dass er diesen Schritt getan hat. Ein großer Moment, den niemand verderben will. Über Geld wird im Kaukasus nichts Endgültiges vereinbart. Doch es spielt eine wichtige Rolle. Kohl hatte die Schlüssel in der Hand, wie die Finanzierung der Sowjettruppen in der DDR. Es war nur logisch, die Schlüssel zu tauschen, nämlich deutsches Geld für die sowjetischen Truppen gegen Gorbatschows Schlüssel zu Deutschlands völliger Souveränität. Anfang September 1990 wird der finale Preis ausgehandelt. Zweimal telefoniert Kohl mit Gorbatschow. Für 15 Milliarden D-Mark erhält der Kanzler den Schlüssel zur Wiedervereinigung. Manche sprechen noch heute von Bestechung. Man sagt, es seien die beiden teuersten Telefonate der Weltgeschichte, jedenfalls bis dahin vielleicht. Ob das stimmt? Am Ende des Tages muss man sagen, die finanziellen Dimensionen, die für die deutsche Wiedervereinigung aufgerufen worden sind, liegen weit unter dem, was man wirklich hätte aufrufen können, wenn Gorbatschow das Ziel gehabt hätte, die deutsche Einheit zu verkaufen oder sich wirklich aus der deutschen Frage herausbestechen zu lassen. Der deutschen Einheit steht nun nichts mehr im Weg. Am 12. September 1990 wird der 2+4-Vertrag in Moskau unterzeichnet. Er beendet über 40 Jahre deutsche Teilung. Nicht zu jedermanns Vorteil, glauben manche.
Gorbatschows Kritiker finden bis heute, dass er versagt hat. Sie werfen ihm vor allem vor, die Bedingungen für den Abzug der Sowjettruppen nicht schriftlich fixiert und überhaupt das Thema NATO-Erweiterung nicht speziell verhandelt zu haben. Die deutsche Einheit wurde nicht für die Zusage erkauft, die NATO nicht nach Osten auszudehnen. Auch wenn das mancher glauben mag. Ich habe seit fast einem Jahrzehnt in 5 Ländern zu dem Thema geforscht und ich habe nichts Schriftliches gefunden. Es gibt keine offizielle Vereinbarung der Art, die mir bekannt ist. Allerdings ist das Thema mündlich erörtert worden. In Russland fühlt sich so mancher betrogen im Wettlauf der Supermächte. Zu Recht? Wenn Sie aus sowjetischer Perspektive auf den ganzen Wiedervereinigungsprozess schauen und die Konzessionen, die Gorbatschow gemacht hat, dann ist das nichts anderes als der Rückschritt der Sowjetunion von einer Supermacht zu einer Großmacht. Dass aber eine Großmacht freiwillig bereit ist, auf diesen Status zu verzichten, das ist historisch außerordentlich. Und das heißt, wenn Sie aus einer sowjetischen Groß- oder Supermachtperspektive auf die Dinge schauen, dann ist das ein enormer Machtverlust. Und das ist ja genau das, was jemand wie Putin heute kommuniziert. Russlands Staatschef Wladimir Putin sieht seine Nation offenbar als Verlierer im Kalten Krieg. Die meisten einstigen Bündnispartner Moskaus und selbst ehemalige Sowjetrepubliken gehören mittlerweile der NATO an. Ein Affront für Putin. Russland ist vom Westen immer wieder betrogen worden. So auch bei der NATO-Osterweiterung. Es ist leicht gesagt, das betrifft euch nicht. Wenn Putin dann 2014 in der Rede nach der Annexion der Krim gesagt hat, die NATO ist uns immer weiter in den Vorgarten gerückt und sie bedrängt uns, ja, dann ist das genau die Einschätzung Putins über die Entwicklung nach 1990 und das Trauma des russischen Machtverlustes. Russlands Führer trauern der alten Macht und Größe hinterher und versuchen, sie wiederzubeleben. Der scheinbar überwundene Kalte Krieg wirft noch immer seine langen Schatten. Letztlich wurde das große strategische Ziel verfehlt. Russland konnte keinen Platz für sich in der europäischen Sicherheitsarchitektur finden. Statt in der ersten Reihe zu sitzen, saß es immer nur dabei, auf einem Extrastuhl. Bei der NATO, bei der EU und sonst wo. Am 3. Oktober 1990 feiern die Deutschen ihre Wiedervereinigung. Die letzte Schlacht im Kalten Krieg endet unblutig, aber nicht ohne Verlierer. Die deutsche Wiedervereinigung und das Ende des Ost-West-Konflikts 1990 ist zu westlichen Maximalkonditionen geschehen. Das war der große Triumph des Westens, wenn Sie so wollen. Dieser Triumph des Westens war aber zugleich aus russischer Großmachtperspektive, wie wir es in den letzten Jahren erleben, die Demütigung Russlands. Und genau das ist das Spannungsverhältnis. Die sowjetischen Herrscher hatten die Wahl zwischen Macht und Frieden. Sie haben sich für den Frieden entschieden. So ist eben Geschichte. Man hätte sich ihr nur widersetzen können, indem man einen neuen Krieg in Europa entfacht. Ein Glück für die Deutschen und ganz Europa. Auch wenn nicht alle die Wiedervereinigung als Glücksfall empfinden mögen.